Ja, einen schönen guten Morgen. Hier ist eure Carmen VIP Power Coach aus St. Moritz und ich schicke euch diese Nachricht aus Frankreich und zwar aus St. Louis, wo ich mich derzeit in der Villa 12 befinde und hier eine herausragende Zeit verbringe. Ich finde dies auch einen wunderbaren Platz, um euch heute meinen Tagestipp zu schicken, der sich aus einem ganz, ganz kleinen oder umso wichtigeren Faktum zusammenhängt und zwar: Öffne dein Herz und deine Bereitschaft, geh auf andere Menschen zu und du wirst viel, viel Freude und Glück erleben. Es ist ja grundsätzlich so, dass Menschen eher zurückhaltender sind und gerade wenn es um andere Menschen geht, sie doch eher kritisch, skeptisch, ja gar vorsichtig sind. Nun, all diese vorher genannten eher negativen Aktivitäten, Aktionen, sind aber kein Garant, um Glück und Zufriedenheit zu fühlen. Wenn du Menschen um dich haben möchtest, und das ist doch etwas, für das der Mensch gemacht ist, er braucht andere Menschen, dann ist es wichtig oder ein guter Input, in den du auf Menschen zugehst. Sie mit einem Lächeln begrüßt und gleichzeitig einfach auch Freude und Liebe schickst. Ja, das mag vielleicht etwas komisch klingen, aber probier es aus. Menschen lieben Menschen. Menschen haben gute Dinge in sich. Sie sind voller Liebe, voller Herzlichkeit, voller Demut auch. Und gerade wenn du auf einen neuen Menschen zugehst, geh davon aus, dass dieser Mensch dir gegenüber das in sich trägt. Wichtig ist natürlich auch, dass du all diese Komponenten mitbringst. Denn nur das, was du effektiv geben kannst, kannst du auch erwarten. Gesetz der Anziehung. Mit Menschen eine wunderbare Zeit zu verbringen, hat eine ganz eigene Eigenart und ist umso schöner, wenn man das auch in einer einzigartigen Umgebung hier verbringen kann. Du bist der Kapitän deines Lebens. Du bestimmst, was um dich herum passiert und wen du in dein Leben lässt. Der erste Schritt ist die Bereitschaft, sich zu öffnen und bewusst offen auf Menschen zuzugehen. Probier es aus. Es ist eine wunderbare Art, neue Menschen kennenzulernen, denn dadurch eröffnen sich auch neue Wege. Heute ist Sonntag, der Tag des Denkens, der Tag des in sich Reingehens. Wie auch schon in vielen Religionen ja auch ganz klar gesagt wird, geh in die Kirche, geh in die Moschee, geh in dich. Und das ist eigentlich die Hauptaussage, geh in dich, sodass du dann für andere Menschen offen bist. Deine Carmen VIP Power Coach mit diesem heutigen Tagestipp, schickt dir ganz, ganz liebe Grüße und wundervolle zwischenmenschliche Begegnungen. Mach's gut, ciao.